Jungs, wie geht's euch? Ja, das ist schick. Voll korrekt, ey. Krass, Mann. Ja, der Kevin. Der Kevin hat vor kurzem Laden aufgeraucht. Ja, Digga, lern doch erstmal Deutsch. Ey, ruhig, Jungs, ruhig, Mann. Was hast du mitgenommen, mein Überfall? Ja, bisschen Geld, bisschen Schmuck, also nichts Dickes. Den Kugelschreiber, den goldenen. Digga, was brauche ich denn einen Kugelschreiber? Ich schreibe nicht mal, seit ich aus der Schule raus bin. Junge, der goldene Kugelschreiber, ja? Allein die goldene Spitze ist 3 Millionen. Woher? Ey, ganz ruhig. Ich hab einen Plan. Der Kugelschreiber befindet sich gerade bei Dr. Schneider in der P und Miss GmbH. Wie kommen wir da ran, Mann? Weißt du, du hast bestimmt einen Plan. Ich kenne dich doch. Ich schleuse einen Kollegen ein. Der Typ mit der blauen Nacke, wisst ihr. Ja, aber wie willst du ihn reinkriegen? Ich schaff das schon, kein Kopf. Ja, vielleicht ist Bewerbungsgespräch oder so. Bewerbungsgespräch ist gut, ja. Ja, ist, wir müssen. Sag ihm, der muss vorsichtig sein. Ja, die anderen Gangs sind garantiert professionell, er weiß, was er tut. Aber die anderen Gangs werden garantiert auch davon gehört haben. Wir werden nicht konkurrenzlos da reinkommen. Das stimmt. Aber wir schaffen das. Ja, wir sind die Besten. Ja, die Besten. Mann. Ja, Mann. Hey, was schmeckt? Was ich werde dir zuvorkommen. Was willst du denn hier? Ich kam wegen des Bewerbungsgesprächs. Ach ja, das Bewerbungsgespräch. Setz dich nur mal kurz dahin, ne? Ich bin gleich da. Treten Sie ein. Ja. Setzen Sie sich bitte erstmal hin. Ja, also Sie haben sich für den Job des... Helfen Sie mal kurz auf die Sprünge. Ich hätte es eigentlich in Erwägung gezogen, die freie Stelle in der Rechtsabteilung zu besetzen. Ach ja, Sie waren das. In der Rechtsabteilung, ja, gut. Ja, wie alt sind Sie denn eigentlich? Ich bin 28 Jahre alt und Axel Schmidt. Danke, dass Sie fragen. Ja, das ist schon mal ganz gut. Ja, ne? Oh, warten Sie, ich muss kurz zur Tür, ne? Entschuldigen Sie mich? Danke. Moin Moin! Bist du? Entschuldigung, wir sind etwas zu spät. Termine, ne? Kennst ja.
Wer ist denn eigentlich? Und der Herr, ich wusste absolut nicht, was sie das angehen soll. Aber mein Name ist Schmitz. Herr Schmitz. Ach, meine Güte, Mann! Nicht so verklemmt, man mich ganz Pelleman nennen. Pelle. Ja, und Studiergenosse, ne? Schön, dass es hier, also. Mich so ein bisschen so an die Bude von einem Kollegen damals. Ja, der glaubst du nicht, aber der war richtig dicke mit dem Randale, Ralf befreundet. Lange in Magdeburg. Jede Woche haben die eine Fehde geschmissen. Haching war das. Letztes Spiel mit ihm in der Kurve. Schön Achterblock, Digga. Da, ne, das war ein Freistoßtor, Alter. Jetzt noch mal kurz. Können wir vielleicht mal wieder zum Geschäftlichen kommen? Warum meinen Sie beide, dass Sie hier bei diesem Job gut sein würden? Nun, ich glaube von mir selbst, dass ich ein sehr pflichtbewusster und teamfähiger Mensch bin. Des Weiteren bin ich offen für Kritik, sehr flexibel und Überstunden sind bei mir absolut keine Selbstkraft. Und Sie, mein junger Mann, was für Fähigkeiten bringen Sie so mit? Also, eigentlich ziemlich nur dasselbe wie der Kollege hier, ne? Aber jetzt mal konkret, ne? Was verdiene ich hier so im Monat? Ja, lass mich kurz gucken. Ja, das dürfen. Ich muss nämlich kurz nachgucken. Ja. Na, warten Sie kurz. Ja, hallo. Guck mal ein bisschen hier. Bin ich hier richtig? Rechtsabteilung Pionist GmbH? Ja, da sind Sie hier richtig. Okay. Können Sie mir erklären, was das gerade war? Ja. Das war die Katze, ja, die Katze. Ja, nicht der Rede wert. Also Tierschutz wird bei Ihnen wohl doch nicht groß geschrieben. Eine solche Einstellung kann ich mir bei meinem potenziellen zukünftigen Arbeitsgeber nicht erlauben. Ich gehe. Auf Wiedersehen. So, Kumpel, du sagst mir, wo der verdammte Kugelschreiber ist, oder von deinem Scheißgesicht bleiben mir auch die Ohren übrig. So, jetzt lass mal in Ruhe hier. Der goldene Kugelschreiber ist mir vorbehalten. So, wo ist der goldene Kugelschreiber? Ja, Jungs, also im Schrank, da ist gar keine Katze drin. Da ist eigentlich der Chef drin. Ich bin eigentlich nur sein Chefvertreter. Du weißt also gar nicht, wo der Kugel ist. Nee, ja, bist der Einzige, der weiß. Woher bist du, dass du nicht lügst? Hier. So, Freundchen, wo ist der Kugelschreiber? Das war er. It's Grow Time. Ja, schön, dass ihr dran geblieben seid. Endlich wieder hier im Projekt von uns. Ja, heute dabei war der liebe Lasse. Und falls ihr euch an die Jungs nicht mehr erinnert, hier seht ihr nochmal die letzten Videos, Dinge, die mich nerven und eine Bootstour durch unseren schönen Heimathafen. Ja genau, und jetzt werden wir versuchen, also die nächsten Wochen und Monate wieder regelmäßig ein paar Videos rauszubringen. Also, zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Grow Time.